Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 25. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetische Astrologie hat das indische Astrologie und chinesische Astrologie übernommen. Das ist ein System von beiden. In diesem Legesystem, was ich der Tanz der Schamanen nenne, weil das ist eine Bewegung, ein Tanz, Harmonie nach Rhythmus, so wie die Energie, auch die kosmische Energie ist in ständigen Bewegung und wechselt sich die Elementen. Wir haben vier Grundelementen und das ist die Feuerelement, das bedeutet aktiv zu sein, begeistert zu sein von etwas, Feuer und Flamme von etwas, dann kommt die Erde-Element, das zeigt Realität, Bodenständigkeit, Materie, auch unserer Natur, unserem Planet Erde und auch die Finanzen. Die Luft-Element schenkt uns die Leichtigkeit, bringt uns zu neuen Ideen, das sind unsere Gedanken, unsere Fantasie, aber auch Kommunikation, weil die Wörter werden auch durch Luft-Element vermittelt. Und Wasserelement symbolisiert unserem Unbewussten, das sind unsere Sehnsüchte, unsere Träume, unsere Intuition und unseren Gefühlen. Und so vergleicht sich das alles und wir betrachten den einzelnen Tierkreiszeichen. Ich habe nur die Tierkreiszeichen hier auf dem Bild, wo Energie fließt. Wenn ich das alles zeige, dann ist das Bild zu viel und unübersichtlich. Tierkreiszeichen Widder symbolisiert Neuanfang. Und bei Neuanfang sollen wir auf unsere Energie Besonderes achten, weil das überträgt sich auf die Geschehen. Jeder Anfang wohnt ein Zauber inne, so hat das auch Hermann Hesse beschrieben und so ist es auch und genau das zeigt die Widder. In Mythologie bedeutet das, dass hier in Tierkreiszeichen Widder ist ein Zauberwald. Und dieser Zauberwald wird von einer Drache bewacht. Und diese Drache symbolisiert unseren Ängste. Und dann kamen die Argonauten und die wollten in diesem Wald, aber die müssten erstmal diese Drache besiegen, das heißt die Angst überwinden. Und in diesem Zauberwald ist der goldene Fell der Widder verborgen. Und die Argonauten haben das Widder geholt. Und das goldene Fell der Widder symbolisiert unserem Energiefeld. Und bei Neuanfang und Widder zeigt Neuanfang, Widder ist die Symbole dafür, sollen wir besonders auf diesem Energiefeld achten. Und Gold steht in Verbindung zum Sonne und Sonne symbolisiert unserem Selbst. Und das ist natürlich auch Glanz, Ausstrahlung. Und genau das beschreibt symbolisch diese mythologische Geschichte, dass wir auf unserem Energiefeld achten sollen. Dieses Energiefeld umhüllt uns wie ein Ei und es ändert sich je nach unserer Stimmung oder Gedanken. Aber das können wir bewusst beeinflussen, weil dieses Energiefeld entsteht von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Also auf unseren Gedanken achten, aber auch unseren Gefühlen achten. Immer positiv denken und angstfrei leben. Verbessert sich sofort unserem Energiefeld. Und dieser Energiefeld ist nicht nur Schutz, sondern
das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt kosmische Gesetze. Und die eine von den wichtigsten hermetischen Gesetzen besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Also es ist wichtig, was wir ausstrahlen, besonders bei Neuanfang, weil da wohnt eine Zauber inne und genauso passiert das auch. Es hat einen Einfluss auf die Zukunft, wie das alles weiterläuft in unserem Leben. Und das ist hier wichtig bei Widder. Und hier haben wir Venus und Uranus. Uranus zeigt, wie wichtig das ist bei Veränderungen. Uranus löst Veränderungen aus. Und bei Venus-Energie ist das Thema Liebe, Partnerschaft oder Kunst, Kreativität, eventuell Selbstständigkeit, weil Venus steht in Verbindung zum Selbstständigkeit. Venus ist weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Und viele von uns braucht jetzt gerade die Kraft und Mut und viele von uns steht auch vor einem Neuanfang bei Umbrüche und Veränderungen. Wir bleiben noch bei Feuerelement und übergehen wir auf die Schütze. Schütze gehört auch zum Feuerelement. Also Begeisterung, Bewegung, Feuer und Flamme zu sein, aber Schütze neigt dazu, die Orientierung zu verlieren, weil man hat immer wieder diese Gedanken, oh, da muss noch was Besseres da sein. Das ist dann die Jupiter-Energie hier. Jupiter herrscht nämlich über die Schütze. Und Schütze zeigt die Lösung und sagt nicht immer wieder neu orientieren, sondern konzentriert bleiben in eine Richtung. Und das ist die Pfeile der Schütze. Und das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Spirituell bedeutet das, das sind unsere Wünsche. Und wenn das im Einklang ist mit unserer Begeisterung, dann haben wir doch schon die Orientierung. Und daran liegt auch die Glück. Und das ist wieder Jupiter-Energie, was uns Glück bringt im Leben, auch die Weisheit. Und das, was wir zurzeit lernen, weil Saturn ist der große Lehrmeister, ist im Schütze. Und Pluto belehrt uns aber auch, weil Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen, alles oder nichts. Verabschiede von Dingen, was dich dabei hindert, deine Ziele zu erreichen. Und das sind karmische Themen, weil die absteigende Mondknoten bewegt sich auch im Schütze. Und genau in diesem Knoten befindet sich gerade Saturn und auch Pluto. Und beiden Planeten sind gerade rückläufig. Auch Saturn, auch Pluto. Und diese Rückläufigkeit heißt oft karmischen Themen Vergangenheit. Jetzt übergehen wir auf die Erde-Element. Was manifestiert sich? Was zeigt uns die Taten, die Realität, auch die Bodenständigkeit? Erstmal zeigt Steinbock, hier bewegt sich Mond. Zwar im Grenzbereich, weil Mond übergeht dann zum Wassermann. Aber bei Sonnenaufgang ist Mond noch im Steinbock. Steinbock zeigt Ziele setzen, nicht aufgeben, konzentriert sein. Geduldig zu sein, Ausdauer haben, weil die Ziele sind erreichbar, Schritt für Schritt. Mond befindet sich im Mondhaus Shravana, das ist immer noch dasselbe Mondhaus wie gestern, aber im laufenden Tag übergeht Mond dann zum nächsten Mondhaus Dhanishta. Aber bei Sonnenaufgang ist noch bei Shravana und das ist dasselbe Mondhaus wie gestern. Das ist Adler, ein Adlerblick, ein Weitblick schaffen. Und Shravana bedeutet auch zuhören, was die anderen meinen, ja, aber auch was unsere inneren Stimme uns flüstert. Dann übergeht Mond in die nächste Mondhaus und das heißt Dhanishta, Dhanishta. Und übersetzt bedeutet Dhanishta ein Grenzgebiet,
klar, das ist im Grenzbereich zwischen Steinbock und Wassermann. Und dieses Grenzgebiet bedeutet, die Ideen, die Wassermann übertragen auf den Alltag, damit das Realität wird, auf die Erde-Element. Die Ideen reicht uns nicht. Das sollen wir auch im Tat verwirklichen. Und genau das ist dieses Grenzgebiet. Ziele setzen, unsere Ideen verwirklichen, unsere Wünsche leben, aber keine Traumschlösser bauen, sondern Taten. Und das zeigt hier die Mondenergie. Jetzt übergehen wir auf Stier, immer noch im Erde-Element. Hier bewegt sich Sonne und zeigt die Monatsthemen. Stier bewahrt die Ruhe, aber ein Stier sollte man nicht reizen, weil dann kann ein Stier sehr wütend sein. Aber Stierenergie bedeutet immerhin Ruhe. In Ruhe liegt auch die Kraft. Und wir brauchen Kraft im Leben, weil mit Kraft können wir vieles bewirken. Also die Ruhe bewahren. Stier zeigt noch etwas. Das Leben genießen, mal gemütlich machen. Wir müssen nicht immer alles zu schwer nehmen, sondern wir sollen das Leben genießen und auch die materiellen Dinge auch genießen. Stier steht auch zum Finanzen. Das wäre auch ein Monatsthema, über die Finanzen kümmern. Dazu kommt noch die Merkur-Energie, das sind Handlungen, Gespräche, Kontakte, eventuell Termine oder Verträge. Das kann mit Besitz, auch mit Immobilienhandel, Grundstück, so etwas wäre auch passend zu Stier und auch um die Finanzen. Jetzt übergehen wir auf die Luftelement. Hier im Wassermann bewegt sich Neptun. Neptun zeigt unseren Träumen, unserer Fantasie, auch unserer Kreativität. Was ist die inspirierende Kraft der Neptun, der Planet, der Künstler? Aber es ist schwierig zum Greifen, weil die Fantasie ist grenzenlos. Träume, Märchen gehören auch zu Neptun. Und wenn jemand uns immer irgendwelchen Märchen erzählt, aber entspricht nicht die Wahrheit, sondern nur Halbwahrheiten, dann kann Neptun auch ein bisschen täuschend wirken. Und da sollen wir das auch mal überprüfen. Was vermittelt Neptun hier in Wassermann? Ich würde sagen, betonen wir Kunst, Kreativität, betonen wir unsere eigenen Träume, unsere Vision. Und wenn das realistisch ist, dann sollen wir diese Bilder auch pflegen. Energie lenken auf diese Visionen, weil diese Energie manifestiert sich auch. Die Zwillinge gehört auch zum Luftelement. Zwillinge zeigen die Leichtigkeit, die Bewegung, die Neugier, das Spielerische. Das Leben ist wie ein Spielplatz. Und da kann man viele Dinge sehen, erkennen, lernen. Das ist doch interessant. Und da ist die Mars-Energie. Mars-Energie haben wir Frauen auch, weil das ist die Bewegung und unsere Kraft. Und mit Mars-Energie können wir uns auch durchsetzen. Und das passiert jetzt mit diesem Zwilling-Färbung, mit Leichtigkeit und spielerisch. Mars ist eine männliche Energie, also symbolisiert auch die Männer. Und das, was die Männer gerade erleben, viel in Bewegung, viele Kontakte, Austausch von Informationen, eine gewisse Neugier, vielleicht manche Dinge betrachten spielerisch oder verspielen gerade etwas, aber ist nicht weiter schlimm. Aber sie suchen etwas und genau das löst hier Rahu aus, diese aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf, weil dieser Drachenkopf ist das, was die Seele sucht, was noch nicht kennt. Und das, was die Männer gerade erleben, die können gar nicht beschreiben, was das genau ist,
sondern sie haben diese inneren Unruhe, die Suche nach etwas und sie wissen selber nicht was. Und das kann die Berufung sein oder eine Aufgabe sein oder ein Platz im Leben. Und wenn sie das aber erkennen und lernen, bei Zwillingen kann man auch vieles lernen, oder betrachten das mal spielerisch, ich probiere mal das aus oder probiere ich mal das aus und mal sehen, was mir zusagt, dann bin ich sicher, dass sie auch ankommen. Und das ist diese Reise, Seelenreise. Ich würde sagen Seelenreise, weil die Seele braucht gerade diese Erfahrung und das, was die Männer gerade machen. Und jetzt übergehen wir in Wasserelement, Skorpion, diese tiefen Gefühle. Und hier sind zwei Richtungen, die positiven Gefühle und negativen Gefühle. Und das zeigt auch unserem Körper die Kundalini-Energie. Und das ist eine schlangenartige, förmige Energiefeld. Und die eine Richtung, was die Energie nach unten zieht und blockiert, das sind negative Gefühle wie Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel. Und wenn wir uns von diesen negativen Gefühlen befreien können, und das ist diese Transformation im Skorpion, dann verspüren wir die positiven Energie und das, was uns befreit. Das ist die göttliche Energie, diese schöpferische Energie. Das ist Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft und Liebe. Das ist das höchste Energie und das ist wirklich schöpferisch, befreiend und göttlich. Und das ist die ganze Wandlung hier. Und Jupiter zeigt diese Weisheit. Jupiter ist gerade rückläufig. Und mal jetzt vergrößere nicht alles. Jetzt achte auf deinen Gefühlen. Bleib mal ein bisschen ruhig. Betrachte das. Wie fühlst du dich? Und räum da auf und übergehe auf diese Begeisterung und Hingabe. Du wirst sehen, wie sich dein Leben dadurch ändert. Und dann entfaltet sich das alles, steigt nach oben wie Phönix aus der Asche. Und das ist diese Wandlung und genau das manifestiert sich auch bei unserem Planet Erde, ist auch in Skorpion. Ich würde sogar sagen, unser Planet befindet sich auch in diesen Erneuerungsprozessen. Diese beiden Bilder haben einen Bezug auf tibetischen Astrologie, das ist diese Karte hier und das kleinere Bild hat mit I Ching was zu tun. Diese Bilder stehen hier nicht per Zufall, das heißt, ich habe diese Karte nicht gezogen, sondern das ist ein Kalendersystem und das wurde berechnet. Und dieser I Ching-Symbol ist uralt, uraltes System. I Ching bedeutet Wandlung, Wandlung die Energie, die Wandlung von Yin und Yang, männlich und weiblich und wie sie sich verändern und dann kommt diese Wiederkehrende, das wiederkehrt sich dann immer wieder. Und das sind diese Linien hier. Und diese Linien zeigen das männliche und die weibliche Energie. Und hier ist oben diese Öffnung, das heißt Empfängnis, wir empfangen etwas. Und das ist diese weibliche Energie, was alles öffnet heute. Und das heißt, weibliche Energie ist empfänglich und passiv. Männliche Energie, die Energie geht mehr nach außen, also aktiv. Das heißt, heute zeigt diese I Ching warten, abwartend zu sein. Es kommt etwas, wir empfangen etwas. Jetzt nicht handeln oder stürmisch vorangehen oder versuchen, etwas erzwingen. Nein, das, was wir gerade empfangen, ist für uns wichtig. Und wir sollen innehalten, den inneren Frieden finden. Und die Hindernisse, die Probleme lösen sich von alleine.
Und dann dieser tibetische Symbol, das hat mit tibetischen Astrologie was zu tun. Die Bilder sind nicht allzu einladend, das ist mein Empfinden dazu. Aber ich betrachte die Symbolik. Die Symbolik, und das steht in Verbindung zum tibetischen Astrologie. Und das heißt, die Energie nach außen ist blau. Und das heißt, Gefühlen oder das Unbewusste zeigt auch so ähnlich wie I Ching Empfängnis, abwartend, nach innen haltend. Und wenn wir versuchen, aber zwanghaft etwas bewältigen wollen oder etwas in Bewegung setzen, dann stoßen wir auf unsere Grenzen, weil da sind die Hindernisse. Die Hindernisse sind da. Und diese Hindernisse können wir heute nicht bewältigen. Die einzige Lösung liegt daran, zurückhaltend sein, abwartend zu sein, nach innen schauen, die Ruhe bewahren, die Probleme lösen sich von alleine. Oder kommen Einflüsse von außen und wir bekommen Hilfe. Und so löst sich das alles. Und so beruhigt sich das alles. Diese Figur heißt Wasserhund. Und das bedeutet Freundschaften, Vertrauen. Wir bekommen Hilfe. Und wir brauchen gerade eine vertraute Umgebung. Wenn wir Ungerechtigkeit erleben, das macht uns zornig, aber wir sollen trotzdem die Ruhe bewahren und bereit zu sein zum Versöhnung. Dieser Hund sitzt auf diesem Metallelement und dieser abwartend und dieser Vertrauen, dass die Hilfe kommt. Dadurch löst sich etwas auf und wird sich geklärt und bereinigt. Die 1982 geborenen Menschen stehen im Einklang mit der heutigen Tagesenergie. Die Glückszahl ist die Zahl 6 im Metallelement und das heißt, Erinnerungen, Vergangenheit, da klärt sich etwas auf. Die Fokus ist die Zahl 9 im Feuerelement, das sind die Hindernisse. Oft brauchen wir Kraft und Mut, diese Hindernisse zu bewältigen. Diesmal sollen wir eher zurückhaltend sein, sonst kann passieren, dass wir Öl ins Feuer gießen und die Hindernisse, die Probleme werden noch größer. Die Hilfe kommt von außen. Es löst sich alles von alleine auf. Und die Schicksalzahl ist die Zahl 3 in Wasserelement. Und Wasserelement ist jetzt sehr präsent. Das symbolisiert, so wie hier auch, unseren Gefühlen, das Unbewusste. Dieser Hund ist Wasserhund, die Energie nach außen ist auch Wasser, also auf den Gefühlen achten und hier bei diesem Schicksalszahl bedeutet die inneren Ruhe, inneren Gleichgewicht bewahren. Unserem Wasser, unserem Gefühle soll ruhig sein und das ist die inneren Kraft. Und von dieser inneren Kraft entsteht etwas Neues. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet.
Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.